Bevor wir mit diesem Video starten, müssen wir kurz intervenieren. Eine Kollegin hier hat ein ganzes 20-Minuten-Video über mich und mein Video gedreht, in dem ich sie maximal 1,5 Minuten thematisiert habe. Ich will es nicht groß aufgreifen, weil sie hat offensichtlich eine sehr andere Sicht auf, wie die Dinge abgelaufen sind und wie sie sich verhalten hat gegenüber uns in der WG. Und darüber kann man sich streiten. Sie hat in ihrem Video viele Aussagen von mir einfach geschnitten, sodass es aus dem Kontext gerissen war und hat dann irgendwas kommentiert, was absolut nicht mit meiner Message zu tun hatte. Das Einzige, was mich abgefuckt hat an der Sache, war, dass sie mehrmals auf vielen, vielen Plattformen gesagt hat, ich lüge. Ich hasse Unterstellungen, ich hasse es, ich würde nichts erzählen, wo ich mir nicht sicher bin, dass es passiert ist und dass es so passiert ist. Deswegen will ich nur ganz kurz diese paar Punkte klären, damit es einfach vom Tisch ist. Und egal, was für Videos sie danach noch dreht, viel Erfolg. Ich weiß, wie sehr ihr diese Reaktion wolltet und jetzt habe ich sie euch geliefert und ich will wirklich kein Drama, ich will kein Beef, ist alles chillig. Ich weiß nicht, ob sie Gedächtnisprobleme hat oder einfach so kackendreist lügt und sagt, ich habe mir diese ganze Situation am Flughafen ausgedacht. Also wait. Das ist geil. Also der Part ist geil. Ich habe sie nicht als erstes am Flughafen gesehen, sondern ich habe sie wirklich vor dieser Tür gesehen. Also vor der Mädchen-WG-Tür. Ich weiß nicht, mit wem sie mich da vertauscht hat. Wir haben uns am Flughafen kennengelernt und eventuell, unglücklich für sie, habe ich auch ein Selfie auf dem Weg vom Flughafen zur Mädchen-WG, bevor der Dreh losgegangen ist, weil wir im gleichen Auto von der Produktion vom Flughafen abgeholt wurden und nach Manerba gefahren worden sind. Aber ich bin mir sogar hundertprozentig sicher, dass ich an dem Tag von der Produktion alleine abgeholt wurde und zur Natalie gefahren wurde. Ich war eine kleine Selfie-Queen früher. Natürlich musste ich ein Selfie auf dem Weg machen und da ist sie halt im Hintergrund drauf. Und das war der Anreisetag. Ihr seht, ich habe das Outfit an, wie später beim Dreh. Wir wurden dann getrennt. Sie wurde zu Natalie runtergeschickt und ich musste in einem anderen Auto in der Nähe vom Haus warten. So safe eine Stunde oder so musste ich warten, bis ich dann sozusagen abgesetzt wurde vom Haus und wir uns da nochmal dann getroffen haben. Ich sitze im Auto, ich warte auf meine Mama und es geht gleich los. Oh mein Gott. Wir saßen ungefähr eine Stunde zusammen in diesem Auto. Ich habe sie nicht als erstes am Flughafen gesehen. Ohne Witz, bevor jemand sagt, ich lüge, badam. Nicht mein Stil, Kollegen. Also der Part ist geil. Zu der ganzen Situation mit der Anzeige. 3, 2, 1, du nimmst mich auf, okay. Mit der Anzeige. Niemand hat gesagt, dass Luna irgendwen wirklich angezeigt hat bei der Polizei oder irgendwas. Das hat er überhaupt nicht so gesagt. Es war einfach die Situation, dass wir bei Nati waren. Wir haben Livestreams gemacht. Wir haben über Mädchen-WG geredet. Und bei diesem Treffen bei Nati war eben Luna nicht mit dabei. Bei diesem Livestream haben dann alle Leute gefragt, warum Luna nicht mit dabei ist und warum wir sie ausschließen. Wieso wir sie nicht eingeladen haben, sowas eben. Dann habe ich immer mal gesagt, hey, ich habe keinen Bock mehr darauf, weil wirklich unter meinen Bildern waren 500 Kommentare nur mit, wo ist Luna? Und ich hatte da so gar keinen Bock mehr drauf, weil wir haben sie zu diesem Treffen eingeladen und sie ist halt nicht gekommen und sie hat sich auch nicht gemeldet. Sie hat auch nicht gesagt, warum sie nicht kommt. Sie hat einfach gar nichts gesagt. Und wir haben wirklich mehrmals geschrieben in der Gruppe und dann habe ich überhaupt nicht eingesehen, dass wir die Leute sind, die dann sie ausschließen. Und deswegen habe ich dann diesen Livestream gesagt. Wir haben sie nicht ausgeschlossen. Sie hat mit uns nicht mehr wirklich Kontakt, beziehungsweise sie hat einfach nicht auf unsere Nachrichten reagiert und deswegen ist sie heute nicht da. Das ist alles, was ich gesagt habe. Und dann irgendwie ein paar Tage später, Luna hat Nati angerufen und dann hat Nati mich dann angerufen und meinte, dass Luna das mitbekommen hat, was ich da gesagt habe in diesem Livestream und dass sie mich jetzt anzeigen will, beziehungsweise dass sie auch mit meinen Eltern darüber reden will und dass ihre Eltern mit meinen Eltern reden, dass ich irgendwie so Bullshit über sie im Internet geredet habe. Und ich war erstmal so, ich war so dieses 14-jährige Mädchen, war so, what the fuck, was habe ich gemacht, hä? Du warst, ich komme ins Gefängnis, oh mein Gott. Ich war so, what is happening? Also ich habe so gar nichts gecheckt. Man meinte zu mir, sie wird sich melden beim ZDF und ZDF wird meine Eltern kontaktieren und dann, keine Ahnung, wird das ein Riesending. Ich dachte mir währenddessen schon so, what the fuck, als ob da so ein Riesending draus werden kann, dass ich so einen Satz gesagt habe in einem Livestream. Wir haben nie irgendwas bekommen von Luna, gar nichts. Deswegen, das will ich ihr überhaupt nicht vorwerfen. Natis Mutter war mit auch so einer Frau vom ZDF in Kontakt, hat mit ihr telefoniert und sie meinte, ja, Luna hat sich bei denen wohl auch gemeldet, fand es ganz schlimm, dass du das gesagt hast in dem Livestream. Also es war auf jeden Fall mega,
das Drama. Wir waren alle so schockiert. Sie sagt, es gab diese ganze Situation nie. Sie sagt, es wurde nie thematisiert und sie hat nie irgendwas in der Richtung gesagt. Ob sie das gesagt hat oder ob es ihre Eltern gesagt haben, wissen wir auch nicht. Auf jeden Fall kam von ihrer Seite aus kam der Satz mit Anzeigen und Serena-spezifisch Anzeigen dafür, was sie im Livestream gesagt hat. Das kann sich ja keiner ausdenken. Ganz kurz, aber wie sie dann auch in dem Video sagt, Serena will ich niemals anzeigen. What the fuck? So, Serena hat immer alles gemacht, was andere sagen. Das ist halt so übel. Als ich das gesehen habe, ich war so, boah, das fand ich so hart. Ich kann schon verstehen, dass sie das jetzt so hindreht, so, nein, Serena würde ich doch niemals anzeigen wollen. So, ich dachte auch, dass sie mich niemals anzeigen wollen würde. Weißt du, was ich meine? Ja. Deswegen. Das dachte niemand. No front, aber ich hätte eher gedacht, dass sie versuchen, dich anzuzeigen, bevor sie versuchen, mich anzuzeigen. Sam, ich glaube, jetzt kommt vielleicht noch eine Anzeige. Ich warte jetzt noch drauf. Zwei kleine Punkte noch. Sie versucht gegen mich zu schießen, indem sie sagt, ich habe nie was zu ihr gesagt über ihr Verhalten und jetzt sage ich das auf einmal nach 6 Jahren. Es gab coole Momente, es gab Momente, in denen haben wir uns gut verstanden, aber insgesamt hatte ich mit ihr keine gute Erfahrung in diesem Monat. Sie hat nichts damit gemacht, als man es ihr gesagt hat. Und bezüglich der Situation im Pool, dass wir anscheinend alle gegen sie gebasht haben und sie dann rausgestürmt ist und sowas. On Cam zwar eine Diskussion, die wir dann aber nicht ausgestrahlt haben, weil alle vier completely auf mich drauf. Das hat uns nicht gepasst an dir. Das. Und das 4 Mädels auf einer Person. Ja, es war halt so. Ich glaube, Luna hat es ein bisschen ausgenutzt, dass ich mit 13 einfach so war, dass ich das gemacht habe, was andere Leute von mir wollen. Sie hat mich noch schwächer dargestellt, als ich war. So, ich hatte schon auch eine Persönlichkeit, so ist es nicht. Nur ich war einfach super, super harmoniebedürftig. Ich wollte nie Stress. Ich habe mich nicht widersetzt. Ich habe nicht, wenn sie mich blöd angegangen ist, habe ich nicht gekontert, sondern ich habe einfach es über mich ergehen lassen, weil ich einfach keinen Stress wollte. Ich wollte einfach keinen Stress. Euch ist das aufgefallen, weil ihr gesagt habt, hey, du kannst nicht so mit ihr reden lassen. Du kannst dich nicht so behandeln lassen. Das habe ich schon auch so gesehen, weil ich habe mich schon scheiße gefühlt, weil ich hatte das Gefühl, so, das wird komplett ausgenutzt, dass ich eben nicht immer konter. Also es gab eine so eskalative Situation, wo sie halt mich so richtig angeschissen hat und du hast nichts praktisch geantwortet und wir waren dann so, Serena, merkst du eigentlich so, wie sie gerade mit dir umgeht? Ich weiß auch, diesem Pool, das war auch für mich eine schwierige Situation, weil alle so waren so, Serena, sag doch mal was dagegen, aber es war nicht so, dass ihr gegen mich wart, sondern ihr habt eher versucht, mich aufzubauen, so, hey, so, du darfst auch was sagen, du darfst auch sagen, dass es nicht okay ist, dass sie so mit dir redet. Ich war ja auch die Jüngste. Ihr habt einfach nur versucht, mich zu bestärken, dass ich das darf und dass es okay ist, wenn ich sage, hey, so kannst du nicht mit mir reden. Das habt ihr gar nicht gemacht, deswegen sagt Luna wahrscheinlich auch in ihrem Video, ja, Serena hat ja doch immer alles so gemacht, wie alle es wollten. Ich war einfach sehr jung und im Nachhinein finde ich viele Sachen, wie sie mit mir geredet hat, nicht okay. Nur weil ich es damals nicht verstanden habe, macht es das nicht besser. Ich bin der letzte Mensch, der Ausschließen unterstützt. Wir haben sie nach dem Dreh eingeladen zu den Treffen. Sie hat es nicht mal 1% anscheinend auch jetzt so zu schätzen gewusst, dass wir so viel von ihr toleriert haben. Von ihrer Seite aus gab es ja auch überhaupt nichts zu tolerieren. Und darüber kann man sich jetzt streiten, aber ich kann einfach nicht, dass irgendeine Narrative entsteht, dass ich lüge, weil wirklich, ich habe gar keine Intention zu lügen. Ich habe gar keinen Bock. Jetzt hoffe ich, ein paar Dinge sind für euch geklärt und ab jetzt könnt ihr euch einfach eure eigene Meinung bilden. Beziehungsweise, was für Meinung? Ich mache diese Videos nicht, damit irgendein Beef entsteht. Ich will einfach euch entertainen und euch die fucking Reaktion zu der Mädchenwege zeigen, weil es einfach eine richtig lustige, cringe Zeit meines Lebens war und viele von euch von Anfang an dabei waren. Deswegen finde ich, das habt ihr verdient. Jetzt genießt die zweite Folge mit der wundervollen Serena. Los geht's. Wahnsinn. Sie war ja auch 14. Wir wollen nicht sagen, sie ist der schlimmste Mensch überhaupt, weil wir kennen sie jetzt nicht mehr. Sie hat sich bestimmt auch irgendwo weiterentwickelt. Das Einzige ist, dass sie über die jetzige Perspektive so redet, als wären wir immer noch 14. Man sollte sich halt schon distanzieren von dem früheren Ich. Absolut, absolut. Ich verstehe auch nicht, warum Leute sagen, oh, wieso kommt es erst nach 6 Jahren? Wieso muss man jetzt mit diesem Beef anfangen? Das Letzte, was du wolltest und was wir wollen, ist ein Beef anfangen. Wir wollen nur einfach darüber reden, weil es ist saulustig ist. Das Video ist ja auch saulustig. Aber wenn wir was sagen, dann wirklich nur, wie es mit 14 war. Wir wollen nur Frieden und eine lustige Zeit, auf die Videos zu reagieren und
Peace. Und weißt du, wenn man dann thematisiert, dass sie sich da scheiße verhalten hat, dann ist es, weil wir das damals so wahrgenommen haben. Das ist nicht ein persönlicher Angriff auf jetzt. Wollen die nicht angreifen? Lass zusammen mit dir auf eine Folge reagieren. Mit einem Vino. Wäre so witzig. Soll ich das fragen? Ich weiß nicht, ob sie ja sagt, aber... Letzte Worte, willst du sagen, viel Spaß bei der Reaktion von uns beiden? Ah, okay, ja, voll. Ganz viel Spaß beim Schauen. Ich freue mich so auf dieses Video. Ja, ich mich auch. Ich freue mich auch nochmal.